Elsterglanz, Elsterglanz. Na, was böden die sich ein? Sie sind jetzt was, aber was wollen sie darstellen? Ja, ich kann damit nicht anfangen. Also wir haben uns das nicht ausgesucht. Eigentlich hat man überhaupt keine Wahl. Da sitzen Leute am Hebel, also von ganz weit oben. Das ist eine Organisation, die sich an keine Gesetze halten muss, die keine Grenzen kennen. Und da saß der eine mal auf der Bank. Ja, früher, vor langer, langer Zeit. Und hat Bier gesoffen. Ja, der war nicht lustig, der war nur der Läufer. Der hat nur Bier geholt, vor, weil wir Durst hatten damals. Ja. Ja, die können einfach alles machen. Die können sogar deine komplette Identität auslöschen. Oder eine neue erschaffen, können die zum Beispiel. Eine neue Identität. Für dich zum Beispiel, da warst du früher von bist du auf einmal Pinocchio. Hä? Oder unser Obergamer. Pinocchio war da aus Holz. Angefangen hat alles 1998, am Wiesenmontag. Da hat es früh um 6 Uhr geklingelt und dann haben sie uns einfach mitgenommen. Aber wohin, das wissen wir bis heute noch nicht. Ja, ich meine, wir kannten uns damals ja noch gar nicht. Das sollte ja erst Jahre später passieren. Von einem Tag auf den anderen war er weg. Da in der Einrichtung, da wurden wir den ganzen Tag untersucht und getestet und Medikamente verabreicht und Witterversuche, neue Tests und nur Fragen gestellt. Fragen über Fragen. Du kannst dir nicht vorstellen, Junge. Und nur Fragen gestellt und... Und eines Tages ist dann die Tür offen gegangen und da haben wir uns zum allerersten Mal getroffen. Naja, und danach mussten wir alle zwei zur Motenschau. Da haben die uns von mir probiert, Junge. Die Sachen waren alle viel zu groß. Ja, und irgendwann haben sie zu uns gesagt, wir wären jetzt soweit. Der Moment ist da. Das Phantomprotokoll ist aktiviert. Und der operationellste Glanz wird gestartet.